wie sind wir entstanden? Also uns gibt es schon seit November 2007 als normale Autowerkstatt. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht, danach habe ich den Meister gemacht, dann habe ich 2 Jahre dort unten geschafft und jetzt haben wir den Schritt gewagt, uns auf die Motorsportebene zu wagen. Ich und mein Vater machen hier oben die Werkstatt. Meine Mutter ist mehr fürs Büro zuständig, also sprich Telefonate, E-Mails beantworten. Insgesamt sind wir 11 Mann stark. Also wir bauen hier um normale Serienautos für Kunden, die nur normal Chip haben möchten. Aber wir gehen auch auf Umbau für Rundkurs, Bergrennen, Driftrennen, also alles, was das Herz begehrt. Wie man bei mir jetzt gerade im Hintergrund sieht, ist es unser Leistungsprüfstand. Dort können wir dementsprechend auf den Kundenwunsch die Leistung überprüfen, die erwünscht ist oder das Auto auch original hat. Softwareoptimierungen fangen bei uns so ab 400 Euro an, aber man hat natürlich Steigerungspotenzial mit einem größeren Ladeluftkühler, Abgasanlage und das Ganze kann man dann einfach fein abstimmen auf den Leistungsprüfstand dann noch. Was wir heute gemacht haben ist, wir haben heute einen Audi, den sieht man auch bestimmt mal im Video mehrmals und zwar der Sound ist ja schon brachial, man glaubt es zwar kaum, wir haben es ist ein Diesel. Wir haben dort die Abgasanlage verändert und man hört dann schon, was man aus dem Diesel soundtechnisch rausholen kann. Also keine Grenzen. Jetzt, wo wir schon bei dem Audi sind, dort haben wir jetzt noch eine Softwareoptimierung gemacht, dann die Abgasanlage, wie ihr schon gesagt habt, ist bearbeitet. Jetzt auf dem Leistungsprüfstand haben wir überprüft gehabt, welche Leistung wir erzielt haben. Jetzt sind wir so bei 270 PS und 630 Newtonmeter. Also das ist ein großer Unterschied im Gegensatz zu vorher 230 PS. Also jetzt sind wir beim ganz heißen Thema TÜV-Eintragungen für Felgen, Fahrwerk, Auspuff. Das ist bei uns natürlich auch im Haus möglich, jeden zweiten Mittwoch. Wo findet man uns? Uns findet man unter Facebook, unter YouTube und auf unserer Homepage unter albeckermotorsport.com. Wir sind in 79733 in Görwi. Da können wir gerne gucken, wie viel PS euer Auto hat, wie viel Drehmoment und was die Höchstgeschwindigkeit ist. Kommt einfach mal vorbei, ich freue mich drauf, für jeden Besuch. Wir hatten jetzt auch erst einen Golf 5 da, also einen Kunden mit einem Golf 5. Der kam auch einfach aus Interesse, wollte wissen, wie schnell sein Golf läuft. Das bieten wir natürlich auch an. So Jan, mit was fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir mit einer Cobra, mit Corvette-Motor, mit Kompressorumbau. Wie viel PS? So knapp 800 sollte sie haben.